Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier aus Südafrika und es wird, glaube ich, auch der letzte sein. Wir waren gestern nochmal wandern und zwar sind wir auf den Lion's Head geklettert und es war eine Erfahrung. Wir hatten ja auf der Garden Route eine nicht so ganz so coole Situation, was Wandern angeht. Also falls ihr den Vlog noch nicht gesehen habt, ihr werdet am Ende hier die ganze Playlist nochmal wieder finden, in der ihr alle Vlogs findet. Ach, ich kann auch nicht reden. Es ist noch zu früh. Jedenfalls waren wir wandern und ich habe nicht so viel gefilmt, weil der Aufstieg war unglaublich anstrengend. Und ja, ich werde euch dann jetzt gleich einfach mal zeigen, wie der Sonnenuntergang dort aussah und auch so mit den Lichtern über der Stadt, als die Sonne untergegangen ist. Also viel Spaß damit schon mal. So, wir sind jetzt auf dem Lion's Head geklettert und man kann ganz Kapstadt sehen von oben. Da sind Alex und Marcel. Und wir warten jetzt auf den Sonnenuntergang. Also ihr habt gesehen, es war echt ziemlich cool. Mir sind die ganze Zeit Leute vor die Kamera gelaufen. Das war ein bisschen nervig. Und der Abstieg war extrem anstrengend. Genau wie der Aufstieg, aber vor allem auch voll gefährlich, weil es war dann halt hinterher richtig dunkel und da sind keine Lichter. Und Alex hatte nur so eine Stirnlampe, mit der er uns den Weg geleuchtet hat. Und ja, ich habe da auch nichts gefilmt oder so. Ich wollte das nur noch dazu sagen, falls ihr euch fragt, wie wir wieder runtergekommen sind. Und ansonsten, ja, habe ich wahrscheinlich jetzt hier schon irgendwelche Bilder eingeblendet, wie der Weg da hoch ist. Da muss man nämlich über so an so Ketten sich so hochziehen, die so in die Felswand eingelassen sind. Und ich habe richtig krass Höhenangst. Und hinter einem ist dann einfach nur noch so der Abgrund von mehreren hundert Metern. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich da hochgeklettert bin. Ich kann es nicht glauben. Aber ich bin sehr stolz auf mich, dass ich es gemacht habe. Und heute dachte ich, nehme ich euch nochmal, morgen fliegen wir nach Hause, ein bisschen mit durch Müsenberg, mit zum Strand hier, wie es hier aussieht. Ich habe euch das noch gar nicht genau gezeigt. Und später einfach nochmal so eine kleine Roomtour, weil ich habe euch auch noch die Unterkunft hier gar nicht gezeigt. In den ganzen 3 Wochen habe ich das noch nicht gefilmt. Also viel Spaß damit. Wir haben auf jeden Fall hier unser Zimmer quasi. Und da kommt man dann durch diese Tür rein. Und ja, so sieht das hier aus. Wenn man hier runter geht, ist halt dieser Elektrozaun. Ich hatte euch das ja schon erklärt, dass alles eigentlich hier mit solchen Elektrozäunen oder Mauern auf jeden Fall abgezäunt ist. Und ja, hier geht es halt runter, dann kann man da raus auf die Straße. Und da hinten geht es eigentlich schon direkt zum Strand. Okay, also von da hinten sind wir gekommen. Und wir haben hier sogar einen Minigolfplatz. Wir müssen morgen ein bisschen Zeit wahrscheinlich überbrücken bis zum Flug und haben überlegt, ob wir Minigolf spielen gehen. Hier haben wir wieder was mit Stacheldraht eingezäunten. Das ist ein Wasserpark tatsächlich. Und die benutzen Wasser aus einem Bohrloch. Also ihr wisst ja vielleicht, dass es hier eine ganz große Dürre gibt. Und ja, die nutzen halt so Wasser, was die von ganz unten aus dem Boden holen. Und was man natürlich immer die ganze Zeit hat, ist der Blick auf Berge. Es gibt immer Berge. Und hier ist der Sand so weiß und das Meer so blau. Und diese bunten Hütten sind für Surfer zum Umziehen. Ja,
Hier am Strand seht ihr dann auch nochmal die Haiflagge. Die gibt es in unterschiedlichen Farben und sagt jeweils, wie gefährlich es gerade ist bezüglich eines Haiangriffes. Das ist auch so eine Tafel, die dann immer genau sagt, was es bedeutet, wenn welche Flagge da ist. Die seht ihr auch gleich. Und vor allem seht ihr hier auch, die rote Flagge bedeutet eigentlich, geh auf keinen Fall ins Wasser und es interessiert einfach niemanden. Es sind so viele Surfer immer im Wasser, trotz dass die Haiflagge gehisst ist. Und hier ist so eine Einbuchtung, so ein Fluss quasi, der auch ins Meer mündet. Und ihr seht, wie ausgetrocknet das ist. Und es hat jetzt schon wieder ein bisschen geregnet, also es ist schon wieder ein bisschen mehr Wasser hier. Aber das ganze Flussbett liegt eigentlich offen. So, ihr Lieben, heute ist unser Abreisetag und ich fühle mich leider überhaupt nicht gut und habe auch gar keinen Bock, mich jetzt so, keine Ahnung, wie viele Stunden auf dem Weg zu machen. Ich glaube, wir sind in ungefähr 20 Stunden jetzt zu Hause, so ungefähr 21 Stunden, irgendwie sowas. Und ich habe einfach keine Lust. Wirklich, diese Nachtflüge sind zwar noch das Beste für so einen Langstreckenflug, aber ich will nicht. Aber ich dachte, ich zeige euch jetzt noch schnell unsere Unterkunft hier, weil ich das ja gestern nicht mehr gemacht habe. Wir waren noch eingeladen bei Mrs. Jacobson, also der Direktorin, die auch mit uns in dem Tali Tali Park war. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch die Playlist einfach anschauen von den Afrika-Vlogs. Und ich bin auch schon hier so voll in meinem Travel-Outfit. Ich habe so einen Hoodie an, den habe ich auch hier gekauft und einfach nur eine Jogginghose. Und ihr könnt sehen, ich habe tatsächlich etwas Farbe abbekommen für meine Verhältnisse. Ich zeige euch auf jeden Fall jetzt nochmal, wie es hier so aussieht. Also als erstmal, hier ist die Tür, in die man reinkommt vom Flur. Und jetzt zeige ich euch etwas, was vielleicht für manche so ein bisschen schockierend ist. Aber direkt neben unserer Tür haben wir einen Emergency-Knopf. Und wir wissen nicht genau, wofür der ist, aber ich denke mal, es ist halt, wenn, ich habe euch gesagt, draußen haben wir diesen Elektrozaun drum. Das hat eigentlich jeder. Hier ist halt so Safety First, also nicht unbedingt, weil hier ständig eingebrochen wird, aber man geht halt auf Nummer sicher. Deswegen hat das jeder, weil die Kriminalität ziemlich hoch ist. Dann drückt man da drauf und jeder, der so einen Zaun hat, gehört zu einer ganz bestimmten Sicherheitsfirma. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da hängen immer diese Schilder dran an den jeweiligen Häusern, welche Firma das ist. Und die kommen dann. Wir haben hier einen Stuhl und als erstes ein großes Doppelbett. Hier hat Marcel geschlafen drin. Ich zeige euch gleich, wo ich geschlafen habe. Wir haben auch noch einen Fernseher gehabt, den wir nicht benutzt haben, weil wir natürlich viele andere Dinge zu tun haben, die viel wichtiger sind. Hier ist noch ein Sessel. Hier ist noch ein Sessel. Da ist ein Spiegel. Hallo. Und das ist noch so ein Heater, aber den haben wir natürlich nicht gebraucht, weil es einfach viel zu warm sonst gewesen wäre. Und hier haben wir noch so eine kleine Sitzecke gehabt, direkt hier an diesem Fenster. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber wenn das so eine bestimmte Form hat. Und dann geht es noch da lang. Da gehen wir jetzt einmal hin. Raum Nummer 2. Ich gehe mal hier hinten hin, dann seht ihr das besser. Also von da bin ich gekommen. Hat noch ein Bett nämlich hier und da habe ich drin geschlafen. Also ihr wisst ja vielleicht, dass wir zu Hause auch relativ häufig getrennt schlafen in letzter Zeit, weil Marcel schnarcht und ich kann dann nicht schlafen. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen großen Schrank gehabt und hier noch eine Kommode und etwas, wo wir uns Tee und Kaffee machen können. Und dann geht es eigentlich auch nur noch hier ins Bad. Also hier ist die Dusche dahinter, eine Toilette, ein Waschbecken. Und wenn man den ganzen Weg jetzt wieder zurückgeht und in den Flur, ist hier der Flur. Das habt ihr jetzt schon häufiger gesehen, wenn ich meine Vlogs gestartet habe. Da geht es halt raus, wir sind in der oberen Etage. Hier geht es zu Alex' Zimmer. Und hier ist unsere Küche. Die haben wir auch gemeinsam halt genutzt. Also klein, aber fein. Ihr seht alles, was man so braucht. Kühlschrank, alles Mögliche. Und ja. Abwasch. Wir haben nicht selbst abgewaschen und auch nicht selbst sauber gemacht, tatsächlich. Denn es gibt hier immer, hier steht es auch noch, wir haben hier so einen Umschlag da gelassen, Cleaning Ladies. Also es ist eigentlich ziemlich normal, dass fast jede Familie hier eine Putzfrau hat. Mindestens eine. Hier gibt es auch zwei verschiedene und dreimal in der Woche kamen die vorbei, montags, mittwochs und freitags. Und für uns war das so, es ist so total strange, weil wir das halt ja zu Hause gar nicht haben. Und so dem Drang zu widerstehen, alles selber zu machen, ist echt merkwürdig. Ja, das ist echt seltsam. Aber das war jetzt so die Roomtour.
Und für uns geht's jetzt gleich auf den Weg zum Flughafen. Südafrika, du hast mein Herz gestohlen. Auf eine sehr charmante Art. Denn noch heute kann ich vor Freude weinen und vor Glück, wenn ich an dich denke. Es war eine Abenteuerreise, eine Reise ans Ende der Welt, eine Reise nach Kapstadt. Liebes Südafrika, ich habe mein Herz an dich verloren. Liebes Südafrika, du hast mir Glück geschenkt und Freude. Du hast mich über Grenzen gehen lassen, mich mutig gemacht oder wenigstens dafür gesorgt, dass ich denke, dass ich mutig bin. Hast wunderschöne Erfahrungen mit mir geteilt, mich wundervolle Menschen kennenlernen lassen, die wunderschönste Natur und eine andere Kultur sehen lassen. Du hast mir so viel gegeben, mich an so vieles erinnert, mir gezeigt, dass ich einfach wieder glücklich sein kann und mir das Gefühl zu geben, einfach frei zu sein. So frei, dass ich fast dachte, ich kann fliegen.